Die Wüste ist voller Geheimnisse und das haben wir auch beim letzten Mal mit dem Geheimnis von Cordova bzw. dem Gerücht, was wir abgeschlossen haben, herausgefunden. Und wir sind aber auch noch nicht ganz fertig, denn es gibt hier auch noch weitere Ecken, die wir noch nicht erkundet haben. Und da machen wir uns heute auf den Weg, hier bei Star Wars Jedi Survivors. Ich wünsche euch ein herzliches Willkommen zurück hier auf dem Kanal Alles Furchtbar Kommentiert mit mir, dem Daniel. Und ich gehe dann nochmal hinter, weil ich glaube, da sehe ich auch wieder so ein Echo. Ich glaube, ich sehe sogar zwei Echos. Ich sag ja, die Wüste ist voll. Ja, da kann man sich ordentlich austoben. Nicht nur Sand. Auch Sachen zum Anhören. Hörspiele. Gut gekämpft, Bestie. Du erinnerst mich an zu Hause, weißt du? Hattest du Hunger? Jetzt wirst du die anderen Kreaturen nähren. Ja, ja, da hat die Marin also ein bisschen Chaos gestiftet hier in der Wüste. War aber nicht sehr konsequent, wenn ich hier sehe, was da noch rumläuft. Ihr seid Meisterin Jandas Freundin. Danke. Ich würde an eurer Stelle nicht tagsüber reisen. Die Präsenz des Imperiums ist stärker geworden. Ein weiser Rat. Ich stehe in eurer Schuld. Wir könnten doch mal mit dem AT-ST ein bisschen Spaß haben. Mal gucken, ob wir Spaß haben oder. Ich werde sie binden. Ich benötige mehr Zeit. Ein Sache kriegt sie nicht. Er ist zu schnell. Wie kommt er das? Auf dein Zeichen. Ich sollte mich zurückziehen. Oh Gott. Oh Gott. Es ist ja wieder natürlich. Das ist wieder ein AT-ST. Zum Glück haben wir ein bisschen mehr Hitpoints. Hey, ich habe auf Stim gedrückt. Hey, ich habe doch da auf Macht. Na also, die gute Marin hat es schon alleine gemacht. BD, möchtest du was scannen? Was ist denn mit dem? Ich glaube, da hat noch ein bisschen Bewegungsdrang hier. Ja, sie überrascht mich immer wieder. Gibt's hier noch irgendwas? Das scheint mir doch auch noch zu sein, als wenn da noch, wenn man da noch irgendwie hochklettern könnte, oder? Also zumindest sind da hinten so tolle Markierungen. Die, warum auch immer. Also ich glaube, der AT-ST, der ist noch nicht so ganz. Der ist noch nicht so ganz. Also der ist ein bisschen gelangweilt. Vor allem da oben ist auch so ein Flieger, habe ich gesehen. So ein Flugdino. Da muss man doch auch irgendwie hochkommen. Ich meine, das Einfachste wäre jetzt natürlich davon auszugehen, dass man das. Ach nee, ich sehe schon. Da hinten diese komischen Flugteile. Wo wir irgendwann mal eine Lösung für bekommen werden. Aber sicherlich wohl wieder nicht heute. Haben wir erstmal den Blaster bekommen vor ein paar Folgen. Den muss es erstmal wieder reichen. Bis wir dann neue Gadgets bekommen. Genau, also da könnte man dann da rüber segeln. Wie auch immer das ausschaut. Eigentlich vermutet, dass man das mit dem Seilwerfer machen könnte, aber dann hätte man das ja von Beginn an das Spiel schon machen können. Hier da oben ein Mediationspunkt. Ach, da ist schon wieder ein AT-ST, oder? Ich höre doch die Geräusche. Noch einer muss jetzt aber nicht sein. Da kriege ich nur Aua von. Ist da irgendwas? Da läuft der AT-ST. Moment, da war doch eine Markierung.
So, zwei Sachen. Wir können jetzt einmal den Talentbaum für den anderen Kampfstil, Blaster. Da kommt noch irgendwo mal einer, ne? Fliegender Ausfall, halte X, um die Distanz zu deinem Gegner mit einem gesprungenen Vorstoß zu überwinden. Oh, meinetwegen. Finde ich gut. So, und jetzt hatten wir auch noch die Bonis. Da haben wir einen neuen Slot bekommen. Mal sehen, ob uns das irgendwas bringt. Völlig gleich auszusehen. Erhöht die maximalen Stims, wäre eines. Nicht genügend Slots, wir haben 3 von 4. Blockanzeige. Blockanzeige Schaden. Wurfschaden. Was passiert, wenn ich den hier reinmache? Bist du fertig? Alles bereit. Ne, so wirklich. Hattest du es jetzt genommen? Eigentlich schon, ne? Die Idee erhält einen zusätzlichen Stim-Verkehr bereits. Stims werden auf Maximum aufgefüllt. Ach, wir müssen da noch einmal ausruhen. Jetzt haben wir 7, okay. Ja, das können wir mal drin lassen. Ein 7. Stim ist wahrscheinlich echt auch ziemlich praktisch. Commander! Da unten ist aber jetzt erstmal nichts mehr weiter. Wir können aber zu hier dann nochmal eine andere Perspektive einnehmen hier. Und das ist wahrscheinlich jetzt eigentlich wieder nur so ein Ausgang, ne? Also wenn ich also gesehen habe, das ist schon so rot markiert. Da kommen wir von der anderen Seite aus rüber. Die Frage ist, wie kommen wir überhaupt erstmal dahinter? Ah je, Fragen über Fragen. Dann gehen wir doch erstmal dahin, wo noch, ich glaube, ich sehe den Weg. Siehst du diese Flaggen? Das ist unser Ziel. Flaggen? Achso. Also Marin gibt den Weg vor. Wir folgen ihr mal brav. Aber ziemlich weitläufig da hinten. Mach dich kampfbereit. Flieht, wenn euch euer Leben lieb ist. Bleibt wachsam. Sind das alle? Eine Schande. Das sind Tiere und keine Stormtrooper. Was hast du erwartet? Dass die jetzt hier in Massen auftauchen. Bringen wir es zu Ende. Oh Gott, die brutzeln ja. Also. Ergib dich. Ich bin nicht der Feind. Und Kopf ab. So, den habe ich noch gar nicht gescannt. Vollstecker-Sicherheitsdroide. Genau, den brauchen wir doch jetzt wieder in unserem schönen Holodeck-Spiel. Was grummelt hier so? Hat da jemand Hunger? Ah. Stellt euch dem Zorn von Datomir. Sei nicht unvorsichtig. Hallo, lass mich. Ah, wenn die Glühen einmal drauf schießen, machen sie gleich Boom. Hier noch weiter. Ne, da ist keine Markierung. Damit wahrscheinlich auch wieder ein Rückweg, ne? Also, alles nur Abkürzungen, die wir noch nicht nutzen können. Aber das sieht doch da hinten recht vielversprechend aus. Ich bin weitläufig. Unterschätzt uns nicht. Zermürbe sie!
Schön. Da hat man keine Distanz rechtzeitig aufgebaut und dann geht das nach hinten los. Meine Güte. Vielleicht sollte man auch da die Macht mal ein bisschen einsetzen und die mal so ein bisschen wegschicken hier. Und wie bist du Teil des versteckten Pfades geworden? Ich habe auf meinen Reisen jemandem in Not geholfen, sich vor dem Imperium zu verstecken. Das hat mich schließlich zum Pfad geführt. Manchmal frage ich mich, ob die Zerstörung des Holocrons irgendwas bewirkt hat. Wir haben die Kinder auf dieser Liste beschützt, aber es gibt noch andere. Und das Imperium macht immer noch Jagd auf sie. Richtig. Wir müssen beschützen, wen wir können. Glittergarten! Also wenn man schon mal Bock hat auf Bouldern gehen oder sowas, dann ist man hier genau richtig. Checkpoint! Okay, einmal der Weg schon mal dahin. Was haben wir denn hier? Ein schönes Räumchen. Ist auch was Schönes zum Looten gibt. Eine Werkbank. Ja, was will ich denn mit einer... Janda erwartet euch. Ach guck, die Janda ist auch da. Das ist auch nur eine Tür? Nee, ne? Also gut. Dann gibt es nur das Offensichtliche. Machen wir mal die Tür auf hier? Oder nicht? Wie soll ich da reinkommen? Ich habe das Gefühl, die Janda, das ist irgendwann so eine andere Quest, wo wir jetzt noch gar nicht hinkommen. Und der Typ will uns die Tür nicht aufmachen. Naja, BD will wieder hier umgebaut werden, also so kenne ich ihn. Ja, dann ist es wohl hier nochmal für ein anderes Mal. Und ohne offene Tür komme ich da wahrscheinlich auch nicht hin, ne? Schade. Na, haben wir den wenigsten Weg schon mal dahin offen gemacht. Dann hätten wir da vorne noch zwei. Moment, wie bin ich jetzt da rübergekommen? Achso. Moment mal, können wir das vielleicht andersrum machen? Wie kommen wir hier? Nicht mal? Ja, klappt. Das sieht doch auch irgendwie so auffällig aus hier. Da oben schon mal. Ne, bringt nichts. Da hinten wäre noch so ein Mediationspunkt. Und da hinten wäre dann nochmal das nächste Gebiet, was wir noch nicht erkundet. Was ist denn das für ein Vieh? Ach doch, von denen haben wir schon welche gesehen, ne? Oh, hab keine Munition mehr. Ups. Ja,
Also gegen die ist der Kampfstil immer richtig stark, weil da die Distanz einfach ultra einfach überwinden kannst. Das ist mal ein Talentpunkt, der gefällt mir sehr gut. Autsch. Nice, das ist echt ein schöner Hit-and-Run-Kampfstil. Kann ich mich wirklich dran gewöhnen? Nö, das sind schon wieder diese Fliegedinger. Da komme ich doch schon wieder nicht weiter. Das ist alles hier, wo ich nicht weiterkomme. Das macht mich traurig. Hätten wir da das in der Mitte und das Kantengebiet nochmal. Wobei das Kantengebiet eher dann da hinten ist, ne? Genau, weil da irgendeine Tempelanlage, so wie es ausschaut. Kommen wir auch erst hin, wenn wir da diese Flugteile da nutzen können. Da ist es alles noch ein bisschen früh, dass wir hier rumrennen. Aber dann können wir zumindest schon mal die Checkpoints oder die Mediationspunkte sammeln. Dass wir das zukünftig dann, wenn wir nochmal Backtracking machen müssen, eben etwas schneller machen können. Indem wir einfach schon die ganzen Shortcuts haben. Anderer Kulte einzumischen, würde euch zum Verhängnis werden, Schwester. Wie können wir nur zusehen, wenn Unschuldige leiden? Ich weiß, dass es schwierig ist, aber habt Vertrauen. Die Macht wird uns zu unserer wahren Bestimmung leiten. Politik auf Twitter. Ja, Politik gibt's halt einfach überall. Ich muss mich konzentrieren. Und in allermeisten Fällen nicht gut. Bist du bereit? Ja, konzentriert. Gut. So. Achso, da geht's noch ein bisschen weiter hier, das Action. Oh Gott, da geht's sogar noch richtig. Da geht's sogar noch richtig weiter. Dachte ich mir, wir könnten da fast schon mal umkehren. Ist das eine Höhle oder ist es einfach nur ein richtig hässlicher. Ein richtig hässlicher Schatten. Also so dunkle Schatten habe ich schon, glaube ich, zwei Jahrzehnte nichts mehr in irgendeinem Videospiel gesehen. Ich wurde nicht fertig optimiert. Ich habe es schon ein paar Mal erwähnt. Bin hier immer noch auf, was haben wir denn hier, 105 oder sowas? Also um das mal grob einordnen zu können. Das ist ein Patch, der ja so minimale Verbesserungen gebracht hat seit Release. Offensichtlich auch nicht für alle, aber... Ja, für einige jedenfalls. Aber die ganz große Revolution in Sachen Optimierung war das auf jeden Fall noch nicht. Gelassenheit. Das ist aber ein sehr entfernter Punkt. Achso, da komme ich dann wieder zum anderen Ende der Insel, des Planeten. Entschuldigung, nicht Insel. Komme ich jetzt auf Insel. Genau, da sind wir fertig. Dann könnten wir eigentlich das Reittier da mal nehmen, wenn es schon da steht. Quasi so ein kleines Taxi. Weiß nicht so recht, was ich zu der Laufanimation hier sagen soll von dem Vieh. Das wirkt ein bisschen steif. Aber kann man wohl nicht mäkeln, ist ja alles Fantasy. Warum müssen wir diese Patrouillen machen? Feind fährt sich!
Genau so. Oben! Jetzt! Hast du an? Er bewegt sich. Aber warum schießt der immer, wenn ich da gerade mal, Konzentrier dich. Ja. Leichter gesagt als getan. Ich krieg das Muster nicht hin. Das ist ja wirklich, also... Ich hab doch da... Deswegen brauche ich so viele Stims. Was ist denn jetzt? Scannen? Scannen. Achso. Den haben wir auch noch nicht gescannt. Imperialer Offizier. Stimmt, den kriegen wir dann auch wieder. Holotaktik hatten wir schon. Oh Gott. Frame Drops des Todes. Da sind wir, glaube ich, einmal rum, oder? Ach ne, da hinten, das waren wir auch noch nicht. Okay. Die Einstellung von allen Seiten angreifen oder in alle an alle Seiten angreifen. I Knobelspaß gefunden. Gegner nähern sich. Ja, die erste Knobelphase ist schon, wie komme ich jetzt hier weiter? Das ist ein bisschen arg weit darüber. Stimmt mir. Selbst von einem großen Vieh, ich weiß nicht, mal gucken. Ja, die kriege ich doch wieder nicht da hoch, oder? Das ist schon wieder alles auf so einer... Das ist schon wieder so fies abgetrennt hier. Aber wie soll ich denn da rüberkommen sonst? Ist das auch nochmal so geriffelt? Nee, ne? Also wir haben eigentlich nur das hier. Da hinten wäre noch eine Kugel. Den Sprung werde ich aber auch nicht schaffen. Ja, ist sowieso ein blockierter Weg. Da brauchen wir gar nicht weiter gucken. Wenn ich auch schon wieder sehe, dass da was Rotes ist, dann hat sich das Thema jetzt eh für den Moment erledigt. Na guck mal, haben wir da vielleicht auch noch Deckung? Wie in alten Zeiten. Aufpassen. Achso, jetzt habe ich einen anderen Kampfstil. Irgendwie schon, warum schießt denn der jetzt nicht? Was suchst du hier? Die Galaxis versinkt im Chaos. Ich suche nach geistiger Klarheit. Wir haben ein gemeinsames Ziel. Das Imperium hat mein Zuhause zerstört. Alles, was mir geblieben ist, ist nur das bisschen Weisheit, das ich mit mir trage. Dann lass uns gemeinsam reisen. Der Weg zur Pilgerzuflucht ist weit. Tja. Glaube. Oh, wo kommt die denn auf einmal? Wo kommt die denn her? Da ist ja ein ganzes Landungsschiff. Beschütze
Was wollte er sagen? Irgendwas mit Affengesicht? Oh, da vorne ist auch wieder Spaß. Da vorne ist auch noch Spaß. Okay. Nett. Hier auch mal irgendwas fokussiert vielleicht. Gib mir einen BD. Ja, er gibt keinen. Warum macht denn der? Meine Güte. Oh Gott, oh Gott, nein, 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 nein. Hallo? Okay, der ADS, der hilft mir. Aber das sind wieder meine Probleme. Warum geht denn da immer der Fokus verloren? Ich mach schon Macht. Schub. Nimm alles mit, was er zu bieten hat. Und verlassen wir einfach auf Marin. Die macht das schon. Ach, der macht auch wieder Sandtreten hier. Moment mal, da hinten ist ja noch. Da ist ja noch ein grünes Schild. Da komme ich aber nicht durch. Da brauchen wir gar nicht hingehen. Da können wir hier die Wege noch freischalten vielleicht. Fangen wir denn an? Das Tor, ob das aufgeht? Ich habe ein kleines Sim-Problem, merke ich gerade. Sieht gut verschlossen aus. Aber hier ist nirgendwo immer so ein Meditationspunkt, dass ich mich hier wieder komplett hochheilen könnte, ne? Mal gucken. Vielleicht finden wir doch noch irgendwas. Da sehe ich was Blaues leuchten. Viel Glück. Du kommst nicht mit? Das solltest du alleine. Ja klar, ja klar. Das ist dann wohl mal ein Boss, ne? Das ist ja eine Frechheit. Oh mein Gott, wo komme ich denn da jetzt raus, wenn ich da jetzt hingehe? Will ich das? Na komm, wir gucken es uns an. Ohne Stim. Das macht Sinn. Goldenes Kriton. Na super. Da freue ich mich. Keine Munition mehr. Nein! Uah.
Es war so dumm. Der ist machbar. Der ist machbar. Ich habe den jetzt ohne Stim auf 50% bekommen. Wenn ich da 7 von der Zahl habe, dann klappt das auf jeden Fall. Ja, jetzt haben wir natürlich den ganzen Wüstenweg wieder. Jetzt sind wir halt... Naja, okay. Gut, dann nutze ich die Gelegenheit. Wir gehen mal in die Pause. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und dann knüpfen wir uns den Skorpion vor. Also der ist ja wohl machbar. Das kriegen wir hin. In diesem Sinne, ich wünsche euch was. Auf Wiedersehen. Tschüss.